Schönen guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren, und ganz herzlich willkommen zum ING Markets Webinar zum Thema Markttechnik, sprich markttechnischen Indikatoren. In der nächsten Dreiviertelstunde werde ich Sie durch diese Thematik führen. Mein Name ist Ronald Gerd, ich bin Analyst bei börsedaily.de. Die markttechnischen Indikatoren sind ein Teil unserer Webinare, um Ihnen die Analyse der Kurse an der Börse etwas näher zu bringen. Wir haben gesprochen schon einmal über die reine charttechnische Analyse. Wir haben die Candlestick-Charts als solche ein wenig näher beleuchtet. Und jetzt geht es darum, dass wir uns mal anschauen, was wir da unterhalb, beispielsweise bei dem Morning Call oder bei der Morning Mail, die Sie im ING Markets Club natürlich gratis und jeden Morgen zu sich nach Hause bekommen, vorfinden. Unterhalb der Kurse gibt es da diese seltsamen Schlangenlinien, und die haben durchaus ihre Berechtigung, ihre Bewandtnis, und genau das wollen wir uns jetzt einfach mal anschauen. Als erstes geht es uns vor allem um die Frage, was ist das überhaupt? Und das ist schon eine ganz entscheidende Frage, denn markttechnische Indikatoren sind nicht imstande, die Zukunft vorauszusagen. Das wird Ihnen manchmal unterstellt, stimmt aber definitiv nicht, und man muss sich ganz darüber im Klaren sein, was diese Indikationen können und was nicht. Markttechnische Indikatoren sind nämlich letzten Endes nur mathematische Ableitungen des Kurses. Das heißt, das, was wir aktuell sehen beim Kurs, respektive das, was in der Vergangenheit war, wird über mathematische Formeln in eine andere Form gebracht, sprich anders dargestellt, um dem Investor die verschiedensten Informationen zu geben. Zum Beispiel, sind wir möglicherweise mit dem Kurs schon oben, sind wir mit dem Kurs schon unten, oder aber haben wir noch einen stabilen Trend, fließt Geld in den Markt hinein oder nicht. All diese Fragen können durch markttechnische Indikatoren beantwortet werden, sie können aber nicht eingesetzt werden als Indikation dafür, ob in der nächsten Woche, im nächsten Monat noch ein momentan stabiler oder vorhandener Trend existiert oder nicht. Und dementsprechend muss man diese Indikationen letzten Endes als ein Werkzeug von vielen sehen. Also, man sollte sie zusammen einsetzen, wie mit der Charttechnik, dem Sentiment und oder der fundamentalen Analyse. Denn wenn man, und das ist einfach auch logisch, wenn man einen ganzen Kasten mit Werkzeug zur Verfügung stehen hat, dann sollte man auch alle Werkzeuge, die man hat, einsetzen, um ein so optimal wie mögliches Ergebnis bei seinen Investitionen zu erreichen. Gehen wir eins weiter und schauen uns an, warum die Indikatoren trotzdem manchmal ein wenig in die Zukunft blicken können. Der Grund ist eigentlich ganz einfach und klingt auch ziemlich banal. Es geht einfach darum, je mehr Marktteilnehmer einen markttechnischen Indikator beachten, desto besser funktioniert er. Denn diese Indikatoren generieren natürlich durchaus Signale, Kaufsignale, Verkaufssignale, Signale für eine neutrale Phase. Und wenn alle zum Beispiel auf einen Indikator gucken, wie zum Beispiel den MACD, der vor 10, 15 Jahren eigentlich überall und allgemein permanent benutzt wurde, dann ist ein Kaufsignal letzten Endes auch etwas, was sich wie eine selbsterfüllende Prophezeiung fortsetzt. Das heißt, die Marktteilnehmer sehen es, kaufen, und siehe da, es hat funktioniert. Genau das ist der Punkt, aber das ist letzten Endes auch ein Aspekt, den wir immer wieder auch bei der Charttechnik, auch bei den Candlestick-Interpretationen sehen. Ein ganz wichtiger Aspekt, und den habe ich hier hervorgehoben, bedingt sich daraus. Arbeiten Sie nur mit bekannten, allgemein verwendeten Indikatoren. Nicht mit Exoten, die außer Ihnen kein Mensch kennt, deren Signale nur Sie sehen. Denn dann hätten wir tatsächlich nichts anderes als eine mathematische Umsetzung des Kursverlaufs ohne Prognosekraft. Denn ein Kaufsignal in einem Indikator, den Sie zum Beispiel selbst entwickeln, kann zwar sinnvoll sein, wenn er sich als funktionsfähig bewährt, letzten Endes fehlt aber die Sogwirkung der allgemeinen Beachtung. Übrigens, zu dieser Thematik oder zum ganzen Webinar vorab sei noch gesagt, Sie können selbstverständlich Fragen stellen, und zwar über das Chatfenster, das Sie in Ihrem Bedienpanel im unteren Bereich vorfinden. Diese Fragen werden von meinem Kollegen gesichtet, sodass wir da nichts doppelt und dreifach haben. Die wichtigsten Fragen werde ich aber erst im Anschluss an dieses Webinar, das wir ungefähr auf eine Dreiviertelstunde angesetzt hatten, beantworten können, weil wir sonst aus dem Konzept kommen und davon abgesehen natürlich auch viele Fragen sich im weiteren Verlauf des Vortrags selbst beantworten werden.
Ideal wäre es also letzten Endes, dass Sie auch diese Fragen Richtung Ende des Webinars stellen. Wir warten dann auch, dass Sie in Ruhe noch Ihre Fragen stellen können, damit wir das vernünftig und relativ zügig und straff beantworten können. So, was ist grundsätzlich wichtig? Ein paar Punkte noch einmal zusammengefasst. Wie gesagt, verwenden Sie bitte nur bekannte Indikatoren. Die bekanntesten werde ich Ihnen im weiteren Verlauf jetzt gleich auch vorstellen. Nutzen Sie nur ein Analysewerkzeug, also die Markttechnik als ein Analysewerkzeug unter vielen, und billigen Sie diesen keine Aussagekraft zu, die sie nicht hat. Also letzten Endes, es ist keine Glaskugel. Gleich vorweg sei auch mal ein anderer Aspekt erwähnt. Indikatoren können in jedem Zeitraster auf gleiche Art und Weise eingesetzt werden. Das heißt, Sie können ein und denselben Indikator, je nachdem, welches Zeitraster Sie gerade in Ihrem Chartprogramm für Ihren Kurs betrachten, auf 5-Minuten-Basis Intraday genauso benutzen wie auf Tagesbasis, Wochenbasis oder Monatsbasis. Das ist überhaupt kein Problem. Allerdings eingeschränkt damit, dass man zum Beispiel Zeitraster, die sonst kaum benutzt werden fürs Trading, wie zum Beispiel 30-Minuten-Charts, letzten Endes auch mit den Indikatoren nicht funktionsfähiger machen kann, weil wenn Sie der Einzige sind, der auf 30 Minuten oder auch, was es gibt, 5-Stunden-Basis arbeitet, dann haben Sie letzten Endes auch das Problem, dass ein Kauf- oder Verkaufssignal dieses Indikators nur von Ihnen gesehen wird und die Marktteilnehmer das nicht umsetzen. Und schauen Sie, dass Sie diese Indikatoren genau kennen. Natürlich gibt es überall Kaufsignale und Verkaufssignale. Das ist eben das grundsätzliche Prinzip eines markttechnischen Indikators. Aber diese Signale sind ganz unterschiedlicher Natur. Der eine sagt dies, der andere sagt jenes aus. Man muss wissen, für welche Marktphase und für welche Aussage der einzelne Indikator benutzt werden kann. Nicht wichtig ist dabei, die Formel zu kennen. Sie können einen markttechnischen Indikator sowieso nicht zu Hause wie in früheren Zeiten mit Papier und Bleistift oder womöglich dem Taschenrechner berechnen. Das haben wir vor 20, 25 Jahren tun müssen, weil diese Indikatoren einfach auch von den Chartprogrammen, die es damals gab, einfach nicht verfügbar waren. Aber das ist eine mühselige Angelegenheit und in einer Börse wie heute, in der sich die Kurse so schnell bewegen, sind sie mit Papier und Bleistift einfach hinten dran. Und das selber zu programmieren ist mühselig. Ich möchte Ihnen dazu hier einfach mal eine klassische Formel zeigen. Das ist einfach ein typisches Beispiel dafür, was man bräuchte, um einen Indikator zu benutzen, sprich selber zu berechnen. Hat keinen Sinn, es höhere Mathematik, naja, höhere nicht vielleicht, aber Leute wie ich, die in der 8. Klasse verständnislos aus der Mathematik ausgestiegen sind, die schütteln bei sowas den Kopf. Dafür gibt es Chartprogramme, die man ja auch relativ leicht zugänglich überall bekommen kann, die das für einen tun. Dafür sind die Computer erfunden worden. Prima Sache. Und dementsprechend hat man dann auch ein schnelles Ergebnis. Wichtig ist einfach nur zu verstehen, was diese Indikatoren sagen. Und da fangen wir auch gleich mal an. Die wichtigsten Gruppen markttechnischer Indikatoren sind die hier abgebildeten 6. Das sind vor allem die Trendfolgeindikatoren und die Oszillatoren, die ganz intensiv und viel benutzt werden. Darüber hinaus gibt es Momentum, die Trendintensitätsmesser, die Volatilitätsindikatoren und Indikatoren, die zum Beispiel die Umsätze mit einberechnen, um eine Aussage zu treffen. Wir gucken uns von jedem 1 bis 2 Vertreter einfach mal in Ruhe an, gehen die durch und haben dazu auch einen entsprechenden Chart, der den Einsatz dieser Indikatoren zeigt. Fangen wir an mit den Trendfolgern und dem Klassiker. Das ist der MACD, der letzten Endes eigentlich überall und seit vielen Jahren und recht zuverlässig eingesetzt wird. Er ist im Endeffekt ein Trendfolgeindikator. Das heißt, er zeigt an, ob ein Trend intakt ist und in welche Richtung er weist. Er zeigt ebenfalls durch Verkaufs- und Kaufsignale an, wann die Trendrichtung wechselt. Wir sehen hier dazu, und ich habe immer denselben Chart, um die Vergleichbarkeit zu erhalten, des DAX gewählt, den MACD im Einsatz. Und zwar in der Zeitspanne von Anfang des Jahres bis jetzt, Anfang Mai. Und wir sehen zum Beispiel hier 2 Signale. Es sind auch noch ein paar mehr dabei, aber wir schauen uns eben diese hier an. Das heißt, diese meistens blau gezeichnete Basislinie des MACD verläuft hier abwärts und schneidet eine sogenannte Signallinie, diese rote. Damit wird hier ein Verkaufssignal generiert, was also ungefähr beim DAX dieser Zone hier entspricht.
Ich gucke jetzt gerade mal, dass ich Ihnen hier das besser zeigen kann, indem ich einen Textmarker benutze. So, das geht nämlich heutzutage. Also, hier ungefähr haben wir ein Verkaufssignal bekommen. Dann ging es auch in der Tat mit dem DAX abwärts. Und hier haben wir dann die MACD-Linie, die über ihre Signallinie hinaus kreuzt. Damit haben wir hier in diesem Bereich ein Kaufsignal generiert bekommen. Funktioniert also in diesem Fall auch recht gut. Aber man muss immer sehen, natürlich kann dieser Indikator auch mal um seine Signallinie herumschlängeln und dauernd kleinste und kleine Signale generieren. Es gibt keine festlegbare Regel, um wie viel Prozent oder Punkte der MACD seine Signallinie überschreiten muss, damit es ein signifikantes, also eindeutiges Signal gibt. Dementsprechend muss man da auch einfach mit Augenmaß und mit aller Ruhe selbst überlegen, nehme ich das wirklich als Signal an oder nicht? Klar, jetzt im Nachhinein ist klar, dass man sagt, nö, also das hier war noch kein Signal, das haben wir erst hier gesehen, weil da ging es mit dem Kurs seitwärts. Bedenken wir aber, im tatsächlichen Einsatz wissen wir nicht, wie es die nächsten 2 Wochen weitergeht. Aus der Warte heraus muss man da einfach entweder einen selbst geschaffenen, aus der Erfahrung heraus genutzten Puffer einbauen oder aber mit mehreren Indikatoren gleichzeitig operieren, was wir uns nachher auch noch angucken, oder aber alle Werkzeuge nutzen. Das heißt, ich habe hier ein Verkaufssignal des MACD, ich habe hier ein Kaufsignal. Ich werde es aber erst umsetzen, wenn ich auch aus der charttechnischen Sicht ein entsprechendes Signal bekommen habe. Das ist der Vorteil dieser markttechnischen Indikatoren. Man kann sie letzten Endes als zusätzliches Tool einsetzen und quasi ein markttechnisches Signal von der Charttechnik bestätigen lassen oder umgekehrt. Der MACD hat eine Standardeinstellung, dazu komme ich gleich noch. Letzten Endes aber sei vorweggeschickt, diese Standardeinstellung ist die, die am meisten benutzt wird. Sie können bei einem guten Chartprogramm diese Einstellungen verändern. Wobei es hier darum geht, das sind gleitende Durchschnitte letzten Endes. Ja, das heißt, im Prinzip auch diese gleitenden Durchschnittslinien, die man normalerweise im Chart sieht, werden umgebaut in einen markttechnischen Indikator, in dem diese einzelnen Linien voneinander abgeleitet werden und diese 2 Linien bilden. Diese Einstellung kann man verändern, indem man zum Beispiel auf 24, 52, 18 geht und damit also die Reaktionsgeschwindigkeit des MACD halbiert. Aber wenn Sie, wie gesagt, vorhin schon erwähnt, der Einzige sind, der so arbeitet, dann kriegen Sie Signale, die außer Ihnen keiner hat. Das funktioniert im Endeffekt nur, wenn Sie solche markttechnischen Indikatoren beispielsweise benutzen, um ein eigenes Handelssystem zu erstellen, in Kombination mit anderen Indikatoren arbeiten und dann imstande sind, je nach Programm, wenn Sie jetzt zum Beispiel Taipan haben oder Market Maker und solche Programme, die auch Optimierungen zulassen, indem Sie dann hingehen und sagen, okay, ich probiere die verschiedenen Einstellungen der verschiedensten Indikatoren zueinander aus. Das ist aber dann eine Operation, die durchaus bei etwas komplexeren Systemen so um die 150.000 bis 250.000 verschiedene Möglichkeiten durchprobieren muss. Da muss man also dann schon auch ein entsprechendes System dafür haben. Die Stärke ist völlig klar, sind Trendphasen, das sei nochmal erwähnt. Das heißt, für Seitwärtstrends taugt der MACD nicht. Das sieht man auch hier. Hier haben wir dieses Herumgeschlängel um die Signallinie in einer Seitwärtsphase. Das funktioniert nicht besonders. Auch das muss man wissen. Der MACD ist, wie gesagt, nur bei starken oder zumindest mittelstarken Trendphasen funktionsfähig oder mit guten Signalen besetzt. So. Wichtig auch, der absolute Wert des MACD ist wurscht. Ob der jetzt bei 250 steht oder bei 0, diese Nulllinie hier kreuzt, ist eigentlich egal. Das ist nicht Aussage dieses Indikators. Es geht tatsächlich nur um das Überkreuzen des MACD über seine Signallinien, nicht um das Niveau, was bei anderen Indikatoren übrigens ganz anders ist, die wir gleich sehen werden. Hier haben wir noch den Tricks, da haben wir dasselbe in Grün, der ist nur ein bisschen anders berechnet. Letzten Endes haben wir hier auch allerdings einen Unterschied. Es sieht zwar ähnlich aus, das Ganze, letzten Endes ist aber der Tricks eine andere Berechnungsebene und dementsprechend ist hier in der Tat die Nulllinie von Bedeutung. Das Prinzip ist dasselbe. Es ist ein Indikator, der in Trendphasen reagiert. Aber seine Grundaussage ist nicht die Sache hier mit dieser gleitenden Durchschnittslinie. Eigentlich ist der Tricks ein Indikator, der mit dem Schneiden der Nulllinie ein Verkaufssignal oder hier ein Kaufsignal generiert.
Hier wäre es wieder ein Verkaufssignal und da ein Kaufsignal. Aber wir sehen schon, da ist man ganz schön spät dran. Einmal hier, einmal da. Das geht, weil da haben wir eine Seitwärtsphase. Aber der Trix reagiert sehr langsam, wenn man die Nulllinie als Basis herannimmt. Das ist die grundsätzliche Verwendungsweise des Indikators. Dementsprechend geht man in der Regel hin und legt auf diesen Trix einen gleitenden Durchschnitt. In der Regel ebenfalls von der Länge seiner Standardeinstellung. Der Trix läuft in der Standardeinstellung, hier erwähnt, auf 10 Tage und man benutzt einen gleitenden Durchschnitt zusätzlich, um dadurch schnellere Signale zu bekommen. Dann sehen wir nämlich, dass dieses Kaufsignal schon hier entsteht. Das Verkaufssignal, das erst hier beim Schneiden der Nulllinie auftauchte, haben wir schon weitaus früher. Und dasselbe gilt für das Kaufsignal hier Ende April. Das heißt, hier, hier und hier sind wir deutlich schneller unterwegs. Dementsprechend nutzt man den Trix dann ähnlich wie den MACD mit einer solchen Signallinie, die aus einem gleitenden Durchschnitt zusammengesetzt wird. So, das sind die beiden gängigen Trendfolgeindikatoren. Jetzt kommen wir mal zu den Oszillatoren, die ganz anders funktionieren und auch eine andere Einsatzart haben. Hier geht es nämlich darum, herauszubekommen, ist der Kurs, egal welcher, der untersucht wird, momentan womöglich immer in Anführungszeichen bei solchen Ausdrücken natürlich, oben oder unten. Dass das natürlich keine hundertprozentige Sicherheit bieten kann, ist klar. Oben und unten ist außerordentlich relativ und verschiebt sich, wie man als Investor weiß, auch wenn man die Vernunft einsetzt, recht oft immer weiter in die Ferne. Trends können relativ lange und relativ heftig ablaufen und dann sind solche Oszillatoren ein Problem. Der Punkt aber ist, für Trendphasen hat man ja den MACD. Das heißt, diese Oszillatoren werden eingesetzt in Seitwärtstrends und trendarmen Phasen. Das sieht man einmal an der Art und Weise, wie sich die Kurse bewegen. Im Augenblick, das sehen wir hier am DAX, haben wir alles andere als eine trendarme Phase. Deswegen kann man die Aussagen der Stochastik, die wir uns hier anschauen als Oszillator, auch eher vergessen. Die Stochastik, die bekommt ihr Einsatzniveau dann, wenn die Volatilität sinkt, wenn die Trenddynamik fällt. Und um das rauszukriegen, ob das der Fall ist, wenn man es nicht vom Augenschein her sieht, gibt es nachher gleich noch entsprechende Indikatoren dafür. Man sieht also, man hat eigentlich für alles irgendwo ein Werkzeug parat, wenn man sie zu benutzen weiß. Schauen wir uns das jetzt mal an. Der Stochastikindikator zeigt überkaufte und überverkaufte Phasen an. Dafür gibt es hier eine Zone, einmal über 80 und einmal unter 20. Das sind jeweils die überkauften und überverkauften Zonen. Wenn die Stochastik diese Zone berührt, also in sie hineinläuft und von dort aus wieder nach unten läuft und darüber hinaus diese Signallinie kreuzt, dann haben wir ein Verkaufssignal. Dieses Gehutzel hier in der Mitte hat in der Regel wenig Bedeutung und sollte nicht beachtet werden, auch wenn es dann mit den Kursen wie hier nach oben geht. Aber das ist nicht die Aussagekraft der Stochastik. Mittendrin, solche Signale haben keine große Bedeutung. Sie müssen aus der Extremzone kommen. Hier zum Beispiel das Berühren der unteren Extremzone, der überverkauften Zone. Die Stochastik läuft nach oben, kreuzt ihre Signallinie und kriegt damit hier im grünen Bereich ein Kaufsignal. Hier ist wieder ein Verkaufssignal, Kaufsignal und nochmal Kaufsignal. Jeweils nach einem Berühren dieser Zone. Wenn in einer Kursphase dieser Bereich entweder überkauft oder überverkauft nicht erreicht wird, hat man halt kein Signal. Aber die Zuverlässigkeit des Indikators basiert auf einem vorangegangenen Extremwert. Erst dann wird es wirklich relevant. Die Standardeinstellung, da gibt es eigentlich zwei. Es gibt die 5-3er-Stochastik. Das sind auch übrigens gleitende Durchschnitte. Und letzten Endes ist 5-3 eine sehr schnelle, da kriegt man alle Nase lang ein Signal. Ich ziehe eigentlich die Einstellung 10-6 vor, wobei man auch wiederum nicht wissen muss, was 10 und 6 im Einzelnen bedeutet. Man kann einfach feststellen, die Stochastik wird dann glatter und langsamer und generiert trotzdem immer noch zeitgerecht ihre Signale. Wie gesagt, ansonsten muss man in die Formel rein. Es gibt da diesen K- und den D-Bereich. Das ist die Berechnungsbasis für die einzelnen Linien hier. Wobei dieser hier nochmal eine Ableitung durch einen weiteren Durchschnitt bekommt. Das heißt, eigentlich müsste das 5-3-3 oder 10-6-6 heißen. Also, das Chinesisch muss man nicht verstehen. Ich habe seit 25 Jahren jetzt die Börse als Steckenpferd und Beruf.
verstehe es zwar, benutze es aber trotzdem nicht. Also es muss wirklich nicht sein. Man muss nur wissen, wofür man diese Indikatoren benutzen kann und dass man die zeitlichen oder technischen Parameter verstellen kann, wenn es Sinn macht. In der Regel aber, wie gesagt, tut es das nicht, weil die anderen Marktteilnehmer es auch nicht tun und dementsprechend man dann Signale da kriegt, wo man sie nicht gebrauchen kann. So, der RSI ist der nächste Kandidat der Oszillatoren, wobei ich gleich sagen muss, eigentlich ist es kein Oszillator, andererseits aber doch, er funktioniert wie einer, hat aber eine andere Berechnungsbasis, nämlich die sogenannte relative Stärke. RSI heißt relative Stärkeindex. Das Problem ist, dass er misst eigentlich keine relative Stärke. Denn es würde ja bedeuten, er misst beispielsweise das Kursverhalten des DAX in Relation zu, sagen wir mal, dem Eurostox, dem Dow Jones oder sonst was. Er könnte messen die VW-Aktie in Relation, die relative Stärke der VW-Aktie zu Daimler oder BMW. Aber das tut er nicht. Er misst eigentlich die relative Stärke des Kurses, eines Kurses, zu sich selbst. Also, wie stark ist der DAX in Relation zu den letzten x Handelstagen? Aber auch das ist eine wichtige Aussage, denn man sieht daran, ob da eine extreme Überhitzung in Relation zum Kursverlauf der vergangenen Handelstage, in dem Fall knapp 3 Wochen, existiert und ob der Kursverlauf, der Trend oder der Seitwärtstrend an Dynamik verliert. Auch das ist eine wichtige Information. Das heißt, man kann diesen RSI sehr gut benutzen und er hat noch einen weiteren Aspekt, zu dem ich gleich komme, der sehr interessant ist, den wir hier auch in gewisser Weise schon sehen können. Aber gucken wir uns das erstmal an. Das hier ist übrigens eine ältere Phase, denn der RSI kommt nicht allzu oft in die Extremzonen. Dementsprechend habe ich hier mal eine weiter zurückliegende Phase des DAX ausgewählt, zwischen April und Oktober 2012. In diesem halben Jahr hatten wir 2 interessante Signale, die auch ganz gut funktioniert haben. Nämlich einmal ein Kaufsignal hier im Juni, das war das Tief dieser Abwärtsbewegung vom letzten Sommer. Und dann hatten wir im September ein Verkaufssignal, das, naja, zumindest mal zu einer Konsolidierung geführt hat und dann in Richtung Mitte November den DAX wieder auf 6,59 brachte. Also das war auch schon so schlecht nicht. So, entscheidend sind für Generierung von Signalen des RSI auch Extremzonen. Und zwar hier die Zone von 70 und hier die Zone von 30. Wenn der RSI in eine solche Zone eintaucht und wieder nach oben herausläuft, dann haben wir ein entsprechendes Signal auf der Kaufseite, respektive hier eintaucht und wieder nach unten rausrutscht, dann haben wir ein Verkaufssignal. Das ist mal das eine. Das ist die schlichte Umsetzung des RSI. Die Standardeinstellung dabei ist 14 Tage. Darüber hinaus hat der RSI aber noch weitere Fähigkeiten, die nicht immer funktionieren, die aber hochinteressant sind. Und zwar sagt man ihm nicht zu Unrecht nach, dass er zum Beispiel Trendwenden im Kurs im Verlauf des RSI-Indikators vorwegnimmt, oft. Das heißt, eine Trendwende nach unten kann beispielsweise hier schon durch ein Doppeltop, ein kleines, manifestiert werden, bevor der DAX das überhaupt zeigt. Das ist mal das eine. Ein Doppeltief zum Beispiel im RSI kann und kommt auch oft vorher zustande, bevor der Index oder der Kurs, den man beobachtet, ein solches Doppeltief nachvollzieht. Der kann also schon ein bisschen Prognosekraft haben. Darüber hinaus gibt es die sogenannten Divergenzen, die eigentlich auch damit zusammenhängen. Beispiel. Leider haben wir hier, soweit ich das sehe, noch kein Beispiel für eine Divergenz drin. Doch, ja, nein, eigentlich nicht. Also sagen wir mal so, ganz minimal schon. Es geht um Folgendes. Wenn ein Index wie der DAX beispielsweise ein neues Hoch markiert, wie wir es aktuell fast jeden Tag haben, und der RSI-Indikator kann das nicht, dann haben wir eine negative Divergenz, die ein Warnsignal darstellt. Ich male das hier einfach mal hin. Das heißt, wir machen hier mal den Kursverlauf des DAX. So, grob gezeichnet. Sagen wir mal, das sind jetzt 4 Wochen, denn auf 1 oder 2 Tage geht das nicht. Es geht hier um etwas deutlicher, auch im Kurs sichtbare Funktionen. Das wäre der DAX. Da haben wir hier ein neues Hoch markiert, das das alte überwunden hat. Wenn der RSI-Indikator hier in diesem Zeitpunkt einmal ein Hoch macht, dann auch wieder DAX zurückfällt und nicht imstande ist, dieses Hoch hier durch ein neues Hoch zu markieren, sondern unterhalb dieses Hochs bleibt, dann haben wir eine sogenannte negative Divergenz zu dieser Aufwärtsbewegung des DAX-Indikators selber, die darauf hindeutet,
dass die Dynamik der Aufwärtsbewegung zum einen nachlässt und damit die Trendstärke schwächer wird und zum anderen, dass wir offensichtlich schon ein gewisses überkauftes Niveau erreicht haben. Sprich, solche negativen Divergenzen sind Warnsignale. Ich darf aber gleich darauf hinweisen, denn das wird sehr oft falsch interpretiert. Warnsignale sind nicht Verkaufssignale. Es muss, und dafür setzt man ja die Indikatoren als Zusatztool und nicht als einzigen Entscheidungsgeber ein, es muss dann natürlich in der Tat im Chart auch ein entsprechend negatives Signal in der charttechnischen Analyse als Bestätigung einer solchen negativen Divergenz erfolgen. Ansonsten bleibt es bei einem Warnsignal. Wir haben hier einige Marktindizes in der momentanen Phase, die haben schon seit 2-3 Monaten negative Divergenzen im RSI und fallen trotzdem keinen Meter, sondern steigen immer weiter. Also das muss man schon ganz gezielt kombinieren mit charttechnischen Analysen, sonst kommt man mit solchen einzelnen Aussagen, einzelnen Indikatoren in Teufelsküche. So, gehen wir weiter. Das hier ist das einzige und im Prinzip auch ausreichende Beispiel für einen Momentumsindikator. Was heißt Momentum? Nun, was es aussagt, nämlich der Schwung im Kurs. Ist noch genug Dynamik in der Kursbewegung? Das ist die Aussage, um die es hier geht. Und der Momentumsindikator zeigt somit im Endeffekt nichts anderes an als die Trendstärke. Man kann nicht sagen, dass er wirklich Kauf- oder Verkaufssignale generiert, deswegen habe ich hier auch nichts eingezeichnet. Richtig ist, die Trenddynamik wechselt von positiv ins negative, wenn diese Linie bei 100 geschnitten wird. Problem, hier gibt es keine wirklich ewig gültige Standardeinstellung. Gut, die 20-Tage-Momentum-Einstellung ist typisch, aber es gibt auch die 10er und die 38, es gibt die 50-Tage-Momentum. Das heißt, man hat sehr, sehr viele Indikationen und so gesehen ist es letzten Endes eher zweitrangig, was diese Aussage mit Kaufen und Verkaufen da angeht. Es geht nur darum, haben wir starke Trenddynamik oder nicht? Und die Dynamik ist umso stärker, je weiter sich das Momentum von eben dieser 100er Linie entfernt befindet. Das heißt, starke Abwärtsdynamik hatten wir hier Anfang April, als wir in die letzte Phase dieser Korrektur nach unten gingen. Momentan haben wir sehr starke Trenddynamik nach oben, weil wir hier wie ein Strich nach oben laufen. Letzten Endes zeigt das Momentum das an und sonst nichts. Das heißt, das Momentum als Basis zu nehmen, um zu kaufen oder zu verkaufen, macht keinen Sinn. Weiter geht's, weil ich stelle fest, sonst rede ich mich hier fest, weil wir wollen in einer Stunde hinkommen und das wird sonst sehr knapp. Was haben wir hier? Trendintensitätsindikatoren. Der TBI, Trendbestätigungsindikator, zeigt eigentlich nichts anderes als, haben wir noch Trend und in welche Richtung geht er. Also so ein bisschen Momentum ist der auch. Wir haben dabei in der Tat Kauf- oder Verkaufssignale. Der kann im Gegensatz zum Momentum auch einigermaßen taugliche Signale generieren. Sie sehen hier, es ist eine Linie, die um 100 schwankt und je nachdem, ob wir einen Abwärts- oder Aufwärtsimpuls haben, unter oder über der 100er Linie liegt. Ich stelle gerade fest, hier ist die Bildschirmübertragung gestoppt worden. Kurze Frage an Christoph, funktioniert das noch? Der hört mich gerade nicht. Ich mache einfach mal weiter. Ich hoffe, dass das funktioniert. Ansonsten werde ich das mal ganz kurz hier korrigieren. Bitte um Entschuldigung, aber da muss irgendwas mit der Übertragung nicht stimmen. So, gehen wir mal da zurück. So, jetzt müsste es an und für sich wieder laufen. So, also machen wir weiter. Der Trendbestätigungsindikator zeigt also als Oszillator um diese 100er Linie Kauf- und Verkaufssignale an. Das kann man durchaus so ein bisschen als Mischung zwischen Momentum und MACD betrachten. Man sieht auch, dass die Signale einigermaßen auch zeitgerecht erfolgen. Die Standardeinstellung ist hier abgebildet 2065, das hier ist ein 2050er. Es ist aber auch möglich, den schneller oder langsamer zu stellen, aber noch einmal sei betont, es ist ein zusätzliches Tool. Letzten Endes muss man hier ganz zwingend hingehen und sagen, gut, ich benutze das als eines von vielen Instrumenten, aber bloß nicht als alleiniges System, um Käufe oder Verkäufe in den eigenen Investments zu generieren.
So, wir machen weiter mit dem ADXR. Das ist dasselbe in Grün, sieht nur ein bisschen anders aus. Der ADXR ist ein sogenannter Trendintensitätsindikator, der einem Folgendes anzeigt. Haben wir genug Trenddynamik, um beispielsweise eine mittelfristige Position einzugehen oder nicht? Das heißt, wir haben eine Standardeinstellung von 14 Tagen und in der wird gemessen, wie die Relation der Höchst- und Tiefskurse in diesem Zeitraum steht, mit der Aussage oder der Grundüberlegung, der Trend ist umso stärker, je näher ein Schlusskurs an seinem Tageshoch liegt, beziehungsweise am Tagestief. Das bedeutet letzten Endes, wenn wir einen starken Kursanstieg wie hier haben, wo wirklich oft der Schlusskurs auf Höhe des Tageshochs liegt, haben wir auch einen entsprechenden starken Anstieg dieses ADXR-Indikators. Der macht keine Kauf- und Verkaufssignale in dem Sinne. Er sollte tatsächlich nur als zusätzliches Instrument eingesetzt werden, um zu zeigen, ja, hier hätten wir zum Beispiel die Möglichkeit, etwas mehr zu investieren, weil wir einen starken Trend haben in Phasen, wo es aufwärts geht. Hier zum Beispiel und hier. Das sind starke Trendphasen. Man kann ihn allerdings auch als anderes Instrument einsetzen und damit kommen wir zurück zum Thema MACD als Trendfolger oder Stochastik und RSI als Oszillator. Wann nimmt man wen? Das kann man hier sehen. Im Endeffekt kann man zum Beispiel den ADXR einsetzen, um vorher zu prüfen, welcher Indikator im Moment angebracht ist. In Phasen, in denen der ADXR fällt und damit die Trendintensität zurückgeht, sind die Oszillatoren in Seitwärtsphasen und schwachen Trends ja besonders bewährt, das richtige Instrument zur Unterstützung der Charttechnik. Bei starken Trendphasen wie hier oder hier benutzt man vorzugsweise den MACD, um entsprechende Signale der Markttechnik zu erhalten. Also, das ist ein sehr gutes Zusatztool, gibt aber selber keine tauglichen Signale aus. So, weiter geht's mit dem Volatilitätsindikator. Das ist auch eine ganz interessante Sache. Die Schwankungsintensität der Kurse. Das ist wichtig, wenn man eben auch die Auswahl treffen will. Brauche ich einen Trendfolger oder brauche ich einen Oszillator, um Signale durch die markttechnischen Indikatoren zum Kauf oder Verkauf zu erhalten? Bei starker Volatilität, wie beispielsweise aktuell hier seit März, sollte man grundsätzlich hingehen und sagen, brauche Trendfolger. Da haben wir starke Kursbewegungen, da haben wir einen MACD als besseren Signalgeber. In Phasen mit eher geringer Volatilität wie hier muss man sich schon besser auf eine kurzlaufende Stochastik oder den RSI verlassen. Das ist ja auch bei dieser geringen Schwankungsbreite zwischen Januar und Februar auch angebracht. Das heißt, auch hier haben wir im Endeffekt ein Zusatztool, das die Informationen präsentiert, welche Art von Indikatoren aus der Basisgruppe können wir benutzen. Die Höhe der Volatilität ist dabei von jedem Asset letzten Endes selbst abhängig, denn es misst prozentuale Schwankungen. Das heißt, bei einem anderen Asset, sagen wir mal bei Gold oder bei Euro-Dollar, hätten wir hier völlig andere Werte. Letzten Endes muss man hier also zur Beurteilung, ob wir eine hohe oder schwache Volatilität haben, schlicht die Augenscheinprüfung benutzen. Das kann man in einem System auf Computerbasis nicht machen, da muss der Kopf selber ran. So, als letzten Vertreter einzelner Indikationen möchte ich Ihnen jetzt mal den Money Flow Index vorstellen. Der bezieht den Umsatz mit ein. Ganz interessante Geschichte. Die Aussage ist die, je höher die Umsätze und je höher die Trenddynamik ist, sprich, oder sagen wir es anders, wenn die Schlusskurse näher am Tageshoch liegen und damit eine hohe Trenddynamik ausgewiesen wird, dann ist das auf jeden Fall schon mal ein Signal dafür, dass wir einen starken Trend haben. Aber besonders stark ist die Aussage letzten Endes vor allem dann, wenn auch zusätzlich noch aktiv Geld in den Markt hinein statt hinausfließt. Sprich, je höher die Umsätze an Tagen mit einer starken Trendintensität ist, desto höher wertet dieser Money Flow Index sie. Das haben wir beispielsweise an Verfallterminen gesehen. Dieser hier, wir sind hier schon bei einer abnehmenden Trendintensität, aber Mitte März hatten wir den großen Verfalltermin an den Terminbörsen. Da waren an diesem Tag die Umsätze beim DAX riesengroß.
Und genau das hat dazu geführt, dass der Moneyflow Index nochmal einen Tick nach oben gemacht hat, weil er diesen Tag deutlich höher gewertet hat, obwohl er mit einer Standardeinstellung von 20 Tagen, ja, die 20 Tage inklusive des aktuellen Handelstags zusammenrechnet und daraus einen Schnitt ermittelt. Also, je höher die Umsätze, desto stärker der Trend. Diese Aussage ist von der Logik ja auch durchaus opportun und das kann man hier mit diesem Moneyflow Index auch erkennen. Auch hier gilt, ergänzend erwähnt, das sind keine einzelstehenden Kauf- oder Verkaufssignale, sondern letzten Endes Zusatzinformationen, die man für das eigene Trading nutzen kann, ob es jetzt um die Wahl Trendfolger oder Oszillator geht oder aber auch, ob man einfach mehr investiert, ob man einen höheren Hebel einsetzt etc. So, nochmal zwei wichtige Punkte. Erstens. Wie anfangs schon gesagt, können Sie die markttechnischen Indikatoren in allen Zeitebenen einsetzen. Das ist ganz egal, sie funktionieren auf Minutenbasis genauso wie auf Monatsbasis gleich. Sie können darüber hinaus, das auch nochmal erinnert, die Parameter immer wieder verstellen. Sie können jeden Indikator schneller oder langsamer machen. Aber die Standardeinstellung, die ich Ihnen hier jeweils bei jedem Indikator noch hinzugefügt hatte, auf der unten auf der Seite, sind die, die die Mehrheit der Marktteilnehmer benutzt. Das heißt, Sie werden letzten Endes dann den Vorteil haben, wenn Sie die Standardeinstellung nutzen, dass die anderen die Signale auch sehen, sich entsprechend verhalten und dadurch diese Indikatoren tatsächlich eine unmittelbare Wirkung auf das Kursgeschehen haben. So, was kann man jetzt machen mit den Dingern? Man kann sie einzeln einsetzen, man kann sie, wie gesagt, als zusätzliches Tool zur Charttechnik, zur fundamentalen Analyse, zum Sentiment und so weiter einsetzen. Aber man kann sich auch ein Handelssystem daraus basteln, sprich mehrere Indikatoren sinnvoll kombinieren. Ich möchte Ihnen hier abschließend jetzt einmal einige Beispiele zeigen und die noch natürlich erklären. Zum Beispiel das klassische System MACD Momentum, das wird relativ oft benutzt. Hier haben wir zwei Indikatoren, die eigentlich miteinander nichts zu tun haben. Aber der Grundgedanke ist folgendes. Man muss letzten Endes versuchen, so viele Informationen wie möglich zu bekommen, diese dann aber so zu filtern, dass man auf ein Ergebnis kommt. Also, wenn man die Charttechnik hat, mehrere Indikatoren, fundamentale Analyse und alle oder eine große Mehrheit dieser Informationen sagen, kaufe oder steige aus und geh short. Dann hat man ein vernünftiges Signal, indem man alle Werkzeuge, die man zur Verfügung stehen hat, auch sinnvoll einsetzt. Und das versucht man mit entsprechenden Systemen, indem man mehrere Indikatoren kombiniert. Hier, wie gesagt, gehen wir zurück auf den Textmarker, hier den MACD und das Momentum. Grundidee dieser Systematik ist, nur wenn beide entweder long oder short ausgerichtet sind, setzen wir ein Signal um. Wir stellen hier beispielsweise fest, dass der MACD Anfang Januar ein Short-Signal generiert hat. Das setzen wir aber nicht um, weil das Momentum noch im positiven Bereich ist. Das heißt, die Schwungkraft der Kurse ist noch positiv. Erst dann wird Short gegangen, wenn dieses Verkaufssignal des MACD noch gilt, was hier der Fall ist, und das Momentum in negatives Terrain abgeleitet. In diesem Augenblick haben wir tatsächlich ein negatives Signal beider Indikatoren. Das heißt, die sind übereinstimmend auf der Short-Seite und dann wird hier ein Short-Signal umgesetzt. Es wird auch dann entsprechend wieder glattgestellt, wenn die Aussage gegenläufig wird. Das heißt, in dem Augenblick, wenn ein signifikantes letzten Endes muss man klar sagen, das ist ähnlich wie bei diesen Phasen beim MACD halt wirklich Interpretationssache. Man kann da nicht einfach sagen, 101% ist die Grenze. Oder sonst was. Nein, letzten Endes hat es keinen Zweck. Man muss da wirklich mit Augenschein arbeiten. Gegebenenfalls halt sicherheitshalber rausgehen, wenn man unsicher ist und auf neutrale Ebene gehen. So, wir haben hier ein Kaufsignal des MACD auf einmal da, wo es hier im DAX bergauf ging. Das Momentum ist einen Tag später gekommen. Das heißt hier, das Minus heißt noch nicht umsetzen, gilt nicht. Und hier der grüne Kreis heißt, jawohl, jetzt haben wir beide auf positiver Ebene. Jetzt können wir eine Long-Position initiieren. Hier haben wir ein Short-Signal des MACD. Was bedeutet, die Long-Position wird auf dieser Höhe wieder verkauft. Wir bleiben neutral, bis wir beide Indikatoren wieder auf gleicher Ebene haben. Das ist hier der Fall.
Das Short-Signal bleibt die ganze Zeit beim MACD erhalten. Anfang April aber kommt jetzt dann dieses Short-Signal des Momentum hinzu. Das heißt, hier kommt eine Short-Position zustande, die dann gehalten wird, bis der MACD long geht. Das ist schon an diesem Tag gewesen. Da gehen wir raus, sind neutral, bis wieder beides übereinstimmt, durch den Sprung des Momentum über die Nulllinie in positives Terrain und haben damit dann letzten Endes ein Kaufsignal in diesem Bereich ungefähr hier bekommen. Das ist mal das eine. Ein Beispiel von mir. Ich zeige Ihnen gleich das nächste. Hier arbeiten wir mit der Stochastik und dem MACD zusammen. Es ist übrigens ganz sinnvoll, dass man in solchen Situationen tatsächlich auch einen Trendfolger und einen Oszillator benutzt. Das hat schon was für sich. Vor allem, wenn man relativ kurzfristig agiert, beziehungsweise Kursphasen hat, in denen die Trends nicht so super stark sind. Auch hier dasselbe Prinzip. Die Stochastik hat zwar hier ein Verkaufssignal generiert, indem sie A mit der blauen Linie unter der Signallinie liegt und B aus der Zone von 80 Punkten nach unten rausgerutscht ist. Aber der MACD hat noch nicht reagiert. Da kam das Verkaufssignal erst später. Das heißt, an dieser Stelle geht man Short. Hat nicht viel gebracht, macht aber trotzdem Sinn, weil zu diesem Zeitpunkt weiß man ja nicht, wie die Kurse weiterlaufen werden und dass nicht jedes Signal ein Treffer wird. Ist natürlich klar, das funktioniert in keinem Bereich der technischen Analyse, denn wie gesagt, diese Systeme können die Zukunft nicht vorhersehen und das ist ja das Problem an der Börse, die ist immer unberechenbar, weil sie von Elementen abhängt, die man im Vorfeld gar nicht kennt. Konjunkturdaten, Naturkatastrophen, Ärger in der Politik und so weiter. So, hier steigt man aus. Um es weiter zu erklären, wir haben hier ein Kaufsignal der Stochastik. Wir hatten das Touchieren der überverkauften Zone, den Sprung über die Signallinie, die rote, und dementsprechend wären wir hier long. Der MACD ist es aber nicht. Da wir eine Short-Position haben, stellen wir die erstmal glatt bis zu dem Zeitpunkt, wo beide Indikatoren ein Long-Signal generieren. Hier und hier ist das der Fall. Das heißt, Anfang März geht man hier wieder long, steigt erstmal aus, nachdem die Stochastik hier wieder ein Verkaufssignal generiert hat. Und geht auf die Short-Seite ungefähr zu diesem Zeitpunkt hier, zeichnen wir mal ein, wenn der MACD dieses Short-Signal der Stochastik bestätigt und wieder beide auf der Short-Seite unterwegs sind. So, das ist das Prinzip. Schauen wir es uns weiter an beim RSI. Wir benutzen es genauso. Allerdings hat es, wie gesagt, hier das Problem, allzu oft macht der RSI keine Extremzonensignale. Die richtigen Kauf- und Verkaufssignale. Man hat hier also eher seltener Handlungsbedarf. Aber auch das kann man machen, denn letzten Endes darf man eins nicht vergessen, wir sind ja alle nicht darauf angewiesen, immer nur den DAX zu handeln. Es gibt die Devisen, es gibt andere Indizes, einzelne Aktien, es gibt Rohstoffe, es gibt die Anleihen. Das heißt, überall lauert um die Ecke eine Tradingchance und dementsprechend ist es gar nicht so tragisch, wenn man hier auch mal weniger Signale bekommt. Das Prinzip ist dasselbe. Die Kaufsignale und Verkaufssignale müssen übereinstimmen. Erst dann hat man letzten Endes die Möglichkeit zu sagen, jawohl, da haben wir jetzt eine Gelegenheit, um long zu gehen. So, das als Beispiel kann man sich ja auch im Nachklapp dann nochmal angucken. Die gesamte Zusammenfassung bzw. die Aufzeichnung dieses Webinars wird ja auf dem Markets Club für Sie dann auch zum Nachsehen noch zur Verfügung stehen, voraussichtlich schon ab morgen. Das vierte Beispiel möchte ich noch anbringen, denn das ist jetzt mal was anderes. Und zwar haben wir hier eine Kombination aus MACD und ADXR. Das heißt, wir haben keine Oszillatoren dabei. Anders ausgedrückt, wir haben deutlich weniger, aber mittelfristigere Signale. Der ADXR hat dazu für diese Gelegenheit, um vernünftige Signale anzeigen zu können, einen gleitenden Durchschnitt verpasst bekommen, und zwar einen 25er. Das kann man einfach mal ausprobieren, was da am besten funktioniert. Die 25er-Einstellung auf einen ADXR mit Zeitraster 14 hat sich eigentlich letzten Endes als recht zuverlässig für ein solches System bewährt. Wir haben hier in der gesamten Zeitspanne von November bis jetzt nur zwei Signale bekommen, aber die haben ganz gut funktioniert. Wir haben hier ein Kaufsignal des MACD bekommen. Da passiert noch gar nichts, weil der ADXR noch keins generiert hat. Der ist Anfang Dezember über diesen gleitenden Durchschnitt gelaufen, hat damit ein Kaufsignal generiert, das das Signal des MACD bestätigt. Das heißt, hier sind wir eingestiegen.
Dann haben wir hier eine Divergenz bekommen. Der ADXR bleibt positiv, der MACD ist aber hier im Januar nach unten eingedreht, hat ein Verkaufssignal generiert. Das heißt, wir steigen hier wieder aus. Bisschen was gewonnen haben wir allemal. Und dann bleibt diese Divergenz erhalten. Wir haben keine entsprechenden Signale. Wobei ich gelogen habe, hier wäre eins zum Beispiel gewesen. Das war gar nicht mit drin. Ich habe hier, stimmt, ich habe hier nur die Kaufsignale drin. Das heißt, hier haben wir ein Verkaufssignal des MACD, obwohl oder beziehungsweise während gleichzeitig der ADXR unter dem gleitenden Durchschnitt liegt. Das heißt, hier hatten wir die ganze Zeit eine Short-Aussage. Hier ist sie dann vom MACD bestätigt worden. Das heißt, man geht hier Short und bleibt in der Position, bis hier ein Long-Signal entsteht. Das heißt ungefähr hier und bekommt dann die Bestätigung, nachdem der MACD schon vorzeitig in der April-Long gegangen ist, Anfang Mai durch den Anstieg des ADXR über seinen gleitenden Durchschnitt. Das heißt, an dieser Stelle sind wieder beide positiv. Das heißt, man geht hier in diesem Bereich wieder in eine Long-Position hinein. Das funktioniert also ganz gut, hat aber letzten Endes dann auch mal zur Folge, dass man auch mal 2, 3 Monate neutral sein kann. Das macht nichts, wie gesagt, wir sind so voll, die Börse ist so riesig mit Möglichkeiten, mit Chancen und interessanten Assets, dass man ein solches System durchaus verfolgen kann, weil man, wenn man 10 zum Beispiel verschiedene Assets verfolgt, dann doch immer irgendwo auch was zu tun bekommt. So, wir gehen gleich zu den Fragen über. Ich möchte Ihnen nur noch kurz vorher diese Thematik näher bringen. Wir haben bei der ING natürlich für Sie auch entsprechende Informationen in schriftlicher, leicht verständlicher, sehr gut zugänglicher Form parat, nämlich die Trading-Broschüre. Und die hat den Namen, der Weg zum erfolgreichen Traden ist orange, wie die orangene Farbe der ING Markets. Und letzten Endes eine wunderbare Geschichte, die sehr gut verständlich ist und die natürlich für Sie nichts kostet. Sie können sie entweder bestellen oder auch als Download direkt sich ziehen über die hier eingeblendete URL, also Webadresse https://ingmarkets.de/trading-broschüre. Broschüre, weil im Internet geht ja kein Ü. Aber kein Problem, muss man jetzt nicht in aller Hektik mitpinseln, denn letzten Endes haben wir, wie gesagt, eine Aufzeichnung dieses Webinars dann ab morgen im Markets Club für Sie bereit. So, und jetzt gehen wir mal zu den Fragen über. Ich versuche jetzt erstmal diesen Textmarker loszuwerden und guck mal durch, was ich für Sie an Fragen beantworten kann. Hier blinkt zwar was, aber leider hat da jemand nur die eine Frage geschrieben. Das heißt, Christoph, würdest du mich bitte mal aufklären über die entsprechende Frage, dass wir die beantworten können. Ich habe nur die Frage als solche hier leider nicht auf dem Schirm. Ah, jetzt haben wir die Frage bekommen. Wunderbar. Die Frage lautet, alle Indikatoren sind wohl zu viel. Welche sind denn sinnvoll anzuwenden? Nun, wie gesagt, ich würde empfehlen, nehmen Sie sich ein kleines Sträußchen zusammen. Da sollte dabei sein in diesem Paket der MACD als Trendfolger. Das ist mal absolute Basis. Man sollte haben einen Blick auf den RSI und die Stochastik. Und man könnte zum Beispiel den ADXR noch als Trendintensitätsindikator benutzen. Mit den 4 kommen Sie schon mal sehr gut hin. Das heißt, Sie nehmen den ADXR als Indikation dafür, ob wir einen intensiven Trend haben oder nicht. Und anhand dessen Aussage können Sie auswählen, ob Sie den MACD als Aussage für Long- oder Short-Signale benutzen oder auf der anderen Seite, ob Sie die Stochastik und den RSI-Indikator einsetzen, die letzten Endes dann für trendarme Phasen oder für Seitwärtstrends sehr gut einsetzbar sind. Insbesondere vor allem bei starken Seitwärtstrends, wo es wirklich auf und runter hagelt, wie wir es zum Beispiel im Herbst 2011 mal hatten. Da ist die Stochastik eine Tip-Top-Geschichte. Probieren Sie es einfach aus. Wie gesagt, nochmal zusammengefasst, diese 4 sind eigentlich die vernünftigste Konstellation. Der MACD ist damals vor 15 Jahren in Mode gekommen und meines Erachtens ist er immer noch das absolute Standardwerkzeug. Eine Stochastik mit Einstellung 10,6 und ein RSI mit Einstellung 14, wie gesagt, sind ganz gute Zusatztools. Und dann nimmt man diesen ADXR entweder in Einstellung 14 oder 27 als Vorlage dafür. So,
Sind noch weitere Fragen da, die ich beantworten kann? Ich habe nämlich hier absolut nichts auf dem Ohr, was mich ein wenig wundert. Ah, ich sehe, nein, es sind keine weiteren Fragen. Dann darf ich mich bedanken für Ihr Interesse. War schön, Ihnen dienen zu können. Ich werde das auch weiterhin tun. Auch in den kommenden Wochen haben wir immer wieder Webinare mit hochinteressanten Themen für Sie. Und gucken Sie einfach rein, die Vorschau, wann was stattfinden wird und über welche Thematik es gehen wird, finden Sie im Markets Club, dort, wo Sie auch hier Ihren Zugang zu diesem Webinar gefunden haben. Dort haben Sie übrigens auch das als Hinweis, ja, die Möglichkeit, die Morning Mail als technische Analyse jeden Morgen zu sich nach Hause zu bestellen. Kostet natürlich ebenfalls nichts für Markets Club-Mitglieder. Und der Morning Call, die Analyse über ein Webinar, das heißt, dass Sie die Charts auch tatsächlich in Bewegung auf Ihrem Bildschirm sehen, mit einer gesprochenen Analyse von mir, die bislang montags und mittwochs stattfand. Die findet ab sofort täglich statt. Jeden Morgen 8:30 Uhr haben Sie also auch den sogenannten Morning Call bei sich zu Hause und damit die Informationen für den Tag, was charttechnisch wohl am interessantesten sein wird. Noch einmal ganz herzlichen Dank, dass Sie mit von der Partie waren. Ich hoffe, es hat Ihnen was gebracht. Zum Nachlesen, wie gesagt, können Sie diesen Vortrag noch einmal anschauen im Markets Club. Und denken Sie dran, diese Broschüre, die hier immer noch eingeblendet ist, ist kostenlos, ist eine ganz gute Geschichte, um so viel Informationen über das Trading zu kriegen auf kürzestem Raum und so klar wie möglich, wie man sich das vorstellen kann. Also eine gute Sache. Schauen Sie sich's mal an, bestellen Sie sie, laden Sie sie herunter und bis zum nächsten Mal. Herzlichen Dank und einen angenehmen Abend.